Namaskaram, Sadhguru. Sadhguru, du hast gesagt, dass es wichtig ist, die Wirbelsäule an Mahashivratri aufrechtzuerhalten. Aber ich bin in keiner der Schriften darauf gestoßen. Woher kommt das also? Oh, von meiner Wirbelsäule. Nun, wie viele Schriften hast du gelesen? Ich weiß es nicht. Aber nur zu deiner Information. In dieser Kultur, in dieser Zivilisation gibt es hunderte von heiligen Büchern. Warum hunderte? Es gibt tausende von ihnen. Tausende weitere wurden niedergebrannt. Aber es gibt trotzdem noch tausende von ihnen. Ich weiß nicht, welches du gelesen hast. Es gibt Kulturen, in der sie nur ein Buch haben und sie richten sich danach. Aber hier, weil es Tausende gibt, hat niemand alles gelesen. Aber ich habe ein Buch gelesen, das ein wortloses Buch ist. Das in mir ist. Und deshalb, anstatt gebildet zu werden, habe ich mich entschieden, erleuchtet zu werden. Aber was du werden willst, ist natürlich immer deine Entscheidung. Aber was auch immer in den Büchern stehen mag, es gibt kein Buch im Universum, das alles enthält. Es kann nicht sein. Aber was auch immer dort geschrieben sein mag, wie jeder Einzelne es wahrnimmt und was für ihn dabei herausspringt, ist sehr unterschiedlich. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen? Nein, ich frage, weil viele von euch kleinen Babys, wenn ich sage, es war einmal, denkt ihr, es ist Schlafenszeit. Heute gibt es keine Schlafenszeit, versteht ihr? Es gab einen kleinen Jungen in Tennessee, dort, wo unser Institut für innere Wissenschaften ist. Ein 8-jähriger Junge. Er wurde aus dieser kleinen Stadt im ländlichen Tennessee auf eine gute Schule geschickt, ein Internat an der Ostküste. Und er kam in den Sommerferien zurück. Er hat gerade erst lesen gelernt, also will er jedes Buch, das er sieht, durchblättern. Und es gab eine Familienbibel. Normalerweise sind diese Familienbibel eine große Sache, schwere Bücher. Er hat also versucht, diese durchzublättern. Während er das tat, fiel ein Laubblatt, das lange Zeit in dem Buch aufbewahrt wurde. Ein getrocknetes Blatt fiel aus dem Buch. Er sah sich das an und schrie, »Mama, Mama, komm und schau, was ich gefunden habe!« Seine Mutter war in der Küche. Sie fragte, »Was hast du gefunden, mein Sohn?« »Nein, komm her und schau, was ich habe!« Sie kam angerannt, um zu sehen, was es ist. Dann fragte sie, was ist es? Er zeigte auf das Blatt und sagte, ich habe Adams Unterwäsche gefunden. Wir wissen also nicht, was du von der Schrift, die du liest, herausbekommen hast. So kommt jeder auf sein eigenes Zeug. Schau, wenn du ein Esel wärst, würde ich dich nicht bitten, deine Wirbelsäule aufrechtzuhalten. Nichts ist falsch an einem Esel, er ist nur anders ausgestattet. Er ist stark, er ist stoisch und schön ist er auch. Aber er kann nicht bemerken, was durch seine Wirbelsäule strömt. Er hat eine stärkere Wirbelsäule als ich. Sie kann viel mehr Last aufnehmen und ist sehr nützlich. Einmal hat die indische Armee Kampfpanzer zerlegt und trugen diese auf dem Rücken eines Esels, eigentlich eines Maultiers, und trugen es auf den Berg hinauf und überraschten die Gegner in der Schlacht mit Panzern auf dem Gipfel des Berges. Dank der Esel. Esel können also viele Dinge tun, aber sie haben nicht die Sensibilität zu bemerken, was in ihrer Wirbelsäule passiert, weil sie horizontal sind. Sie sind dazu bestimmt, horizontal zu sein. Eine ganze Zivilisation hat diese Nacht gepriesen und über die vielen Vorteile gesprochen, die man daraus ziehen kann.
Bleib einfach wach, bleib aufrecht. Viel Nutzen wird sich für dich ergeben. Alles, was du nicht weißt, wenn du davon ausgehst, dass es nicht existieren kann, was auch immer ich nicht weiß, kann in dieser Welt nicht existieren. Das bedeutet, dass du die Krone der Unwissenheit trägst. Leider ist das so in der heutigen Welt. Ohne jemanden beleidigen zu wollen, ich spreche nur über die Gepflogenheiten der Welt. Wenn du drei Bücher liest, kannst du ein Schullehrer werden. Wenn du 10 Bücher liest, kannst du ein Professor an der Universität werden. Wenn du nur ein Buch liest, kannst du ein Vertreter Gottes werden. Ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, denn dies ist ein wortloses Buch. Aber dieses Buch wurde vom Schöpfer selbst geschrieben. Das kannst du nicht bestreiten. Wenn du lernst, das zu lesen, würdest du viel, viel mehr Dinge über das Leben wissen. Und schlichte Gemüter werden das Leben auf diese Weise verstehen. Nur wenn ich verliere, was ich bereits besitze, ist es ein Verlust. Nein. Wenn du versäumt hast, danach zu streben, die Möglichkeiten, die du hast, zu verwirklichen, das ist ein schrecklicher Verlust. Du hast nicht die ganze Tiefe und Dimension dessen erforscht, was ein Mensch sein kann. Das ist ein Verlust. Wenn du denkst, lediglich, was du besitzt, ist weg und das ist ein Verlust, dann ist es eine bedauerliche Art zu existieren, denn was du besitzt, ist ein mickriges kleines Nichts. Oh, nun, du hast vielleicht Schriften gelesen, aber vielleicht hast du evolutionäre Probleme. Aber selbst wenn du evolutionäre Probleme dabei hast, deine Wirbelsäule aufrecht zu halten, heute sage ich dir, strebe danach, wach und aufrecht zu bleiben. Trotz all seiner Vorzüge, sei heute kein Esel.